Wir haben das APE-Programm 2008 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern. Für die Unternehmen hat sich das als großer Vorteil herausgestellt, weil sie eben nicht nur eine innovative Lösung kriegen, sondern weil sie den Design Thinking Prozess auch als Prozess kennenlernen und die Schritte mitverfolgen können. Die größten Vorteile für unsere Unternehmenspartner bestehen darin, dass einmal sehr praxisnah an einer innovativen Lösung gearbeitet wird, dass branchenübergreifend wir mit Teams an Lösungen arbeiten können und eben interdisziplinär. Sprich, unsere Teilnehmer kommen aus den verschiedensten Bereichen, haben die unterschiedlichsten Backgrounds und gehen so mit ganz anderen oder ganz neuen Blickwinkeln an gegebene Problemstellungen heran. Also da sind Studenten aus verschiedenen Fakultäten eben mit dabei. Wir haben einen Wirtschaftsingenieur mit dabei, wir haben einen Informatiker mit dabei, wir haben eine BWLerin mit dabei. Und diese Zusammensetzung, die ist für uns super, weil das ist ja ähnlich wie auch im Unternehmen. Das setzt sich ja auch mal aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Und das passt dann für uns ganz gut und gibt dem Ganzen ein schönes Gesamtbild. Der Mehrwert für uns als Unternehmen war ganz klar, dass wir einfach die Chance gehabt haben, dass Menschen, die nicht aus dem Bankgeschäft kommen, die auch nicht aus dem eigenen Unternehmen kommen, tatsächlich sich mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge schauen, die andere Fragen stellen, die anders das ganze Thema beleuchten, die sich ganz anders umhören können und letztendlich daraus tatsächlich eine Idee entstanden ist, die vielleicht in der Bank gar nicht so entstanden wäre, weil wir immer dieses Bankgeschäft im Fokus gehabt hätten. Dass man so als Unternehmen ganz häufig so eine Prozessbrille drauf hat und so ein bisschen betriebsblind nach einer Zeit wird und man dann eben so dieses junge, innovative Team gerne mit dabei hat, die so ein bisschen einen ganz anderen Weg und ein ganz anderes, ja, prozessfreies Denken eigentlich und lösungsorientierteres Denken an den Tag legen. Dieses Iterative, dieses lange an der eigentlichen Problemstellung arbeiten, daran arbeiten, ein richtiges Problem zu identifizieren, um dann in die Ideation-Phase zu gehen, da sagen mir viele Unternehmenspartner, dass es eben auch für ihre eigene Innovationsabteilung wichtig ist. Und ich glaube, dass das ganz spannend ist für andere Unternehmen auch, das zu nutzen, um einfach wirklich einen Sichtwechsel zu bekommen, um eine andere Perspektive zu bekommen und tatsächlich einfach das Gedankengut von anderen noch mehr zu nutzen, um neue Ideen zu kreieren. Und da muss man natürlich auch ganz ehrlich rein ökonomisch sagen, 6 Leute, die sich über mehrere Monate nur mit diesem einen Thema beschäftigen, das hätten wir in der Bank tatsächlich gar nicht stemmen können, weil wir die Ressourcen oder die Kapazitäten letztendlich nicht dafür zur Verfügung gehabt hätten. Die Resultate haben uns sehr gut gefallen, also wir werden auf jeden Fall das Team nächste Woche zu uns ins Büro einladen, dass die auch für unseren ganzen Mitarbeiter das nochmal vorstellen können. Und wir werden auch schauen, wie wir das mit unserem CTO auch besprechen, die Idee, und gucken, was man vielleicht noch draus machen kann in Zukunft, ob man es patentieren lassen muss. Wir sind schon ganz gespannt. Oft ist ja die Zusammenarbeit, die projektbasierte Zusammenarbeit im Rahmen eines Programms wie APE erst der Anfang für einen Einstieg von Unternehmenspartnern in eine Wissenschaftswelt. Co-Creation, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Stakeholder. Und da ist eben auch dieses immense internationale Netzwerk des SCE unheimlich wichtig.